Ich bin auf die sogenannten Wächter der unteren Kammer gestoßen. Sie scheinen vergessen zu haben, wer sie sind oder was sie hier eigentlich bewachen. Ich sprach mit einem gewissen Agro. Er war der Ansicht, dass ich nichts tun könne, um sie von ihrem Schicksal zu erlösen. Seiner Meinung nach werden sie durch eine Pflicht an diesen Ort gefesselt, der Bedeutung sich längst überholt hat. Sie können sich nicht einmal mehr daran erinnern, welcher Gott ihnen das angetan hat. Vielleicht sind sie nur nicht bereit, seinen Namen zu sprechen, weil sie ihm grollen. Sie haben für diese höhere Wesen nichts als Verachtung übrig. So, der Schnee? Sehr gut. Bald zum Schlafen und zum Wachen, nicht eher tot als geboren. Bleibt so lange hier und ihr werdet euch selbst auf das Rad des Schicksals gebunden finden. Okay, hier sind noch Kinder. Bin ich da eigentlich etwa schon durch das Gebiet hier? Ihr seid ein Fremder. Wollt ihr sehen, was ich gemacht habe? Geht in den Tempel und geht sehen, was wir getan haben. Wir können nicht, weil es unser ist. Wir vergessen, ihr könnt es sehen, aber nicht bekämpfen. Warum sprichst du in Rätseln, Mädchen? Rätsel winden sich um das, was ich sage. Ich bewege mich nie von der Stelle, aber meine Worte gehen auf Reisen. Seht ihr, was sie mitbringen? Solltet ihr aber, sie wollen euch helfen. Ich werde wieder alt, aber das kümmert mich nicht. Im Moment ist mir zum Lachen zumute. Warum kannst du etwas nicht sehen, was dir gehört? Der Eifere hat immer recht, kann seinen Hass nicht sehen. Es ist seiner, aber er kann ihn nicht sehen. Okay. Ja gut, dieser Tempel ist dann wohl Ende im Gelände. Der Tempel ist verstaubt, es kümmert sich wohl schon lange keiner mehr um ihn und seine einzige Schönheit ist vergessen. Ja, und die müssen hier unten rumstehen in dieser Wasserlache und vor sich hinrotten. Arme Leute. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Gucken wir mal, was hier drin ist. Eine empathische Manifestierung? Hass ist hier. Lasst eure Wut freien Lauf und nährt den Hass, der Hass. Hass? Nein, davon lebe ich. Sie tun mich nichts, ich verzehre sie. Ja? Das Vieh ist angeblich schon fast tot. Es war schon schwer verletzt, als ich hier reingekommen bin. Aber es steckt doch gut was weg. Oh Gott, Yoshimo hat all seine Pfeile verbraten. Das ging aber schnell. Also das Vieh hält definitiv gut was aus. Der Teil ist von einer Aura der Heiligkeit umgeben. Ich habe langsam so das Gefühl, ich kann den noch gar nicht töten. Weil er durch den Hass der Leute außerhalb geboren wird.
Was möchtet ihr? Ja? Ihr seid natürlich gescheit. Ich kann es auch gar nicht anders sein. Was ist das für eine Kreatur? Was für eine Kreatur war das da drin? Sie wollte von mir, dass ich sie angreife. War euer Gott schon immer so kriegerisch wie das Untier dort drin? Was ist das für eine Kreatur? Ich weiß es nicht und es kümmert mich nicht. Ihr könnt hier nichts ausrichten. Unsere Pflicht wird niemals enden. Hadert nur mit eurem Schicksal wegen des Untiers, was immer es auch sein mag, aber es wird euch nichts nützen. Erzählt mir mehr davon. Wer seid ihr? Habt ihr uns noch nicht genug belästigt? Lasst uns in Ruhe. Ich kann nicht gehen, bevor ich nicht eine Möglichkeit gefunden habe, um an dem Untier im Tempel vorbeizukommen. Was wisst ihr von dem Wesen? Es gibt nichts hier drin, schon seit Jahren nicht. Zieht mich nicht an mit euren Geschichten auf. Wir sind alle schon vor langer, langer Zeit über den Schmerz hinweggekommen. Wie bei einer Wunde, die verschorft, aber nicht heilt. Das ist alles, was geblieben ist. Nur der Schmerz einer alten Wunde. Es juckt manchmal ein bisschen, wenn man sie aus Versehen berührt. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt, aber dieser Ort ist nur eine Wunde, die nicht heilen will. Habt ihr Angst vor Kreatur? Es gibt hier nichts drin, schon seit Jahren nicht. Okay. Ja? War euer Gott schon immer so kritisch? Ich weiß es nicht, und es kümmert mich nicht. Ihr könnt hier nichts ausrichten. Hadert wegen dem Schicksal des Untieres. Ich kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern. Habt ihr es gesehen? Es ist schön, ein schönes Rot. Warum kann ich etwas nicht bekämpfen, was sich dort befindet? Wir schicken unsere Gedanken zum Tempel, das tun wir. Gedanken eines verwundeten Vertrauten. Könnt ihr gegen eine Wunde des Vertrauten kämpfen? Verschwindet. Mein Freude ist mir schon vor Jahren vergangen. Ja, keine große Herausforderung. Das Problem, die sind wirklich daran schuld, dass... Gewütet gegen die Bestie habt ihr, gekämpft gegen den Hass. Ihr könnt den Hass nicht mit Hass bekämpfen. Nur das Wesen des Schmerzes kann den Hass besiegen. Nur die Heilung kann die Abscheu zerstören. Fragt nur, nun gut. Okay. Ihr müsst eure Gruppe... Die Dienerin der Natur ist bereit. Was kann ich tun? Wandelt im Tempel meines Selbst. Gebt euch zu erkennen, bevor ihr der Sicht meines Selbst entgleitet. Der Avatar. Ich bin Talisa, also ich könnte das gleiche von euch behaupten. Seid ihr der Hauptbewohner dieses Tempels? Ich bin Talisa und ich habe mich eures kleinen Wächters entledigt. Ihr schafft euch aus der Luft. Was seid ihr? Nehmen wir mal das Sittere. Der Wächter? Das Biest ist nicht von mir. Das Biest tötet meine Form immer wieder. Ihr habt es nur vorübergehend erledigt. Es kommt wieder und wieder. Das Biest ist eine grausame Gottheit, denn es hat mehr Macht, als ich aufbieten kann. Die Legion meiner Anhänger nährt die Kreatur und ich bin geschwächt und verblasse zusehend. Eine Macht hat das Biest. Wenn es euer Tempel ist, dann habt ihr keine Legion, eure Anhänger folgen euch nicht. Ihr werdet hier nicht angebetet, die draußen erfinden nichts als Verachtung. Eure Anhänger folgen euch nicht. Aber sie müssen sehen, so ist das abgemacht. Sie sollten wachen und ich sollte sie am Leben erhalten. Und das sollte für alle Zeit so sein. Bis was? Sie sterben wiedergeboren, um nichts zu bewachen? Keiner kommt. Das muss ein Ende haben. Es ist schon so lange her, sie kennen nicht einmal mehr euren Namen. Dann ist es nicht verwunderlich, dass ich das Biest nicht besiegen kann. Es ist ihre Verachtung und ihr Pathos und das ist zum Gegenstand ihrer Anbetung geworden, ob sie es wissen oder nicht. Die Zeit ist vorbei. Ich habe hier nichts und ich werde es auch nie wieder haben.
Selbst der Dimensionsreißer hat an Kraft verloren und ist keine so gewaltige Gefahr mehr, wie ich einst dachte. Ich verstehe, es handelt sich um den Avatar des vergangenen Gottes. Er hat noch immer die Aufgabe, einen Gegenstand zu bewachen, der Macht verloren hat. Verachtung hat die Anbetung durch seine Anhänger ersetzt. Ein grausames Schicksal. Ich weine für meine Kinder. Ihr Hass erhält diesen Ort gegen ihren Wunsch. Wenn sie gar nicht an mich gedacht hätten, wäre ich schon vergangen. Und bald danach würde es ihnen ebenso gehen. Vielleicht sollte ich den Prozess beschleunigen. Ihr Schicksal ist grausam und das sollte beendet werden. Ist das das Ende, das ihr euch vorschwebt, der Tod all denen, die euch folgen? Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Die Abmachung besagt, dass ich den Dimensionsreißer bis ans Ende der Zeit beschützen würde. Die Erschaffungsphasen waren sehr genau. Ich werde den Worten eine neue Interpretation verleihen. Das ist auf jeden Fall das Ende meiner Zeit. Der Plan der Abmachung sah vor, dass der Dimensionsreißer nicht noch einmal verwendet werden sollte. Wenn es in der Tat das Ende der Zeit ist, dann sollte meine letzte Handlung dessen Zerstörung sein. Ich besitze jedoch nicht die Kraft dafür. Was würde euch denn diese Kraft verleihen? Sie wird zuvor noch gebraucht. Vielleicht können wir einander helfen. Dann werden eure Leute weiter leiden. Vielleicht können wir einander helfen. In euren Gedanken sehe ich einen Weg, diesen Ort zu erlösen. Ihr sucht das große Wunderwerk für andere, doch schuldet ihr ihnen keine Treue, denn sie wollen euch töten. Es ist ganz einfach. Ihr werdet das Teil des großen Wunderwerks, das ich besitze, an euch nehmen. Dann werdet ihr es mit dem Teil vereinen, das sich bereits im Besitz der Kreatur befindet. Die komplette Route ist zweifellos in der Lage, das Untier zu zerstören. Ihr müsst sie gegen das Untier einsetzen und sie mir dann zurückbringen. Verwendet sie nur einmal. Oder ihr seid des Todes. Ja, okay. Sagt meinem Volk, dass ihr das Teil, das ich euch gab, mit euch führt, um es zu vernichten. Dass ihr den Auftrag habt, es zu vereinen, weil es nur als Ganzes und nicht in Teilen zerstört werden kann. Mein Volk muss wissen, dass ich plane, das Artefakt zu vernichten, wenn ihr zurückkehrt. Und es muss unbedingt wissen, dass mein Plan dafür sorgen soll, dass die lange Zeit ihrer Knechtschaft ein Ende finden wird. Einfach dadurch, dass die beiden Teile der Route vereint werden, wird ein kleines Stück Glauben für kurze Zeit wieder erwachen. Wenn die Teile während dieses Augenblicks in meiner Gegenwart sind, ist es mir möglich, das Artefakt zu zerstören. Ihr habt nicht genügend Kraft, diese Dinge selber zu tun. Für was braucht ihr mich? Ihr scheint selbst hier während unseres Gesprächs immer schwächer zu werden. Wieso soll ich mir den Dimensionsreißer einfach selber eineignen? Und was habe ich davon? Wofür braucht ihr mich? Die Energien meiner Anhänger sind auf diesen Ort gerichtet, nicht auf mich. Sollte ich versuchen, diesen Ort zu verlassen, werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach meine Form verlieren, nur um einige Jahre später wieder in den Tempel zurückzukehren. Ihr müsst dies tun. Ihre Verachtung schließt den Kreislauf. Sie müssen einen Moment der Hoffnung erleben, der mir die Kraft gibt, sie zu befreien. Ich werde euch helfen, hätte ich mir den Dimensionsreißer aus. Nehmt es und pflanzt den Samen der Hoffnung in meinen Anhängern. Jetzt glauben sie euch vielleicht noch nicht, aber wenn ihr wiederkommt, glüht vielleicht ein Funke. Ja, neuer Tagebucheintrag. Ich habe mit dem Avatar des Gottes gesprochen, dessen Wächter hier in diesem Verlies leben, aber den Glauben an ihn verloren haben. Er hat mich gebeten, das Relikt anzunehmen, das zu beschützen, er geschworen hat. Ich soll es mit der Hälfte kombinieren, die der Betrachter hat. Ich kann das vollständige Artefakt verwenden, um den Betrachter zu zerstören. Muss mich aber an mehreren Auflagen halten. Erstens, dass das Artefakt nur einmal benutzt werden. Zweitens, ich soll seinem Volk sagen, dass ich vorhabe, das Artefakt zu vereinen, sodass es hierher zurückgebracht und zerstört werden kann. Drittens, ich bringe das komplette Zepter hierher zurück und sorge dafür, dass sein Volk, wenn auch nur für einen Augenblick, ein wenig Glauben an ihn zurückgewinnt. Auf diesem Weg erhält der Avatar genug Macht, um den Dimensionsreißer zu zerstören und kann so die Wächter von ihrem endlosen Dienst erlösen. Ja, was immer. Ja? Habt ihr euren Aufenthalt genossen? Natürlich habt ihr nichts gefunden. Und natürlich werde ich mit leeren Händen gehen müssen. Das ist ihr... Ihr habt das große Wunderwerk. Was macht ihr damit? Es kann nicht bewegt werden. Es wurde schon seit Jahrhunderten nicht bewegt. Es ist der Wille eures Gottes, dass es von diesem Ort entfernt und geschwächt wird. Ich habe es mir beschafft, weil ich es benötige. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Es ist der Wille eures Gottes. Ich glaube euch kein Wort. Hier hat sich schon seit mehreren Zeiten nichts geändert. Wenn ihr das große Wunderwerk habt, liegt es nur daran, dass unser Gott noch schwächer ist, als wir gedacht haben. Ihr werdet sehen, es soll zerstört werden, wenn ich zurückkomme. Ihr werdet euren Pflichten entbunden werden.
Nichts verändert sich hier. Ihr werdet nicht zurückkehren. Wir werden nicht befreit werden. Es gibt nichts, an das wir noch glauben können, außer an die Stärke von Hass und Verachtung. Wir werden euch nicht mehr wiedersehen. Wenn ihr es wollt. Ich wünschte jetzt nur, es würde einen schnelleren Ausgang geben. Aber gut, ja. Ich mache auf jeden Fall hier erstmal wieder ein Save. Das ist dann LP 021. Und dann machen wir hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.